Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu New Super Mario Bros. U. Heute vielleicht einer der finalen Parts. Wir haben es im letzten Part schon mal probiert. Jetzt bringen wir es zu Ende. Okay, Bowser. Mein Armband. So. Komm schon. Es tut mir leid, dass ich im letzten Part das nicht schon zu Ende gebracht habe. Aber ich habe gemerkt, dass es eigentlich total sinnlos war. Ja. Aber egal, dann machen wir es halt jetzt. Ich hoffe, nur der Akku meines Controllers oder meines Gamepads reicht aus. Ach, ich kann dich sogar abballern. Das finde ich ja eigentlich sogar dezent geil. Hilfe. Nein! Lauf, 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 lauf. Und dort. Yay! Okay. Phase Nummer 1. Ja, ja, komm, ich hab's verstanden. Dankeschön. Mach das Tor auf. Jetzt hört auf, euch anzunicken. Das war irgendwie witzig. Das hat mich immer irgendwie. Das Nicken von Kame hat mich irgendwie so ein bisschen an Sesamstraße erinnert. Ich weiß, das sah aus wie so ein Sesamstraßentyp. Das finde ich total geil gerade. Ah, göttlich. So. Hola, Senora. Senora, Senorita. Hallo. Winken bringt dir nicht viel. Hallo Baby Bowser. Hallo Mega Bowser. Again. Okay. Pamsa in your face. Spring, 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 spring. Warum springst du denn nicht, du Arsch? Nein. Och, Bowser, du bist so ein Spacken, ey. Treff ich doch schon wieder nicht. Seh ich doch schon wieder, komm. Ey, dabei ist der Kampf echt nicht schwer. Ja, genau, komm noch näher. Also. Ach ja, bin ich das letzte Mal einfach in so einen verfickten Bob-Bob reingesprungen. Nein! Bowser, du hast meine Chance ruiniert. Fress. Ich muss jetzt langsam da rein. Scheiße, ich stehe zu einem Abgrund. Nein! Pams! In your Gesicht, wollte ich gerade schon sagen. Oh, oh, oh. Oh Gott, hatte ich da gerade Schiss. Leck mich am Arsch. Komm, eine Phase noch. Eine verfickte Phase noch. Oh. Komm schon. Come on, Bowser. Interessiert mich jetzt wenig hier dein Feuerregen. Er wirft wieder. Ich wollte gerade schon sagen, wieder genau ins Gesicht. Ja, ja, ja! 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 Er ist tot! Baby Bowser. Hauptsache erstmal feiern, obwohl Baby Bowser noch da steht. Ist okay. Ja, spring schön hinterher, du Penner. Du Pisser, ey.
Super, für den Kuss auf die Mütze, das ist der Wahnsinn. Da hat sich doch die ganze Anstrengung redlich gelohnt, nicht wahr? Der Wirbelwind ist weg. Es ist vorbei. Die Bowser-Familie. Mit dem kaputten Schiff. Und Bowser. Bowser, du bist einfach zu fett. Ach, ist das göttlich. Ist das schön. What the fuck? Auf ein neues, Bowser. Auf ein neues. Das war New Super Mario Bros. U, meine lieben Freunde. Allerdings. Kann ich das hier eigentlich skippen? Nein, kann ich nicht. Danke, nein! Das Projekt ist noch nicht vorbei. Denn es gibt ja noch die geheime Welt. Und meine lieben Freunde, ich möchte das Spiel zu 100% spielen. Und das sind noch nicht 100%. Denn zu 100% gehört natürlich auch die geheime Welt und noch alle Starcoins der geheimen Welt. Hey, wer hätte das gedacht? Ich freue mich noch drauf. Ich möchte das Spiel eigentlich schon nicht beenden. Ich will das nicht. Ich muss ja sagen. Ich muss ja wirklich sagen, in New Super Mario Bros. U, ich bin echt schlecht in dem Game. Ja, das hat man bestimmt gemerkt. Dass ich verdammt schlecht bin. Weil ich bin sehr, sehr oft gestorben. Kam echt oft nicht weiter. Aber ich habe es bis hierhin geschafft. Ich habe jede verfickte Starcoin geholt. Habe jedes verfickte Level gemacht. Ich bin darauf richtig stolz. Aber ich war trotzdem schlecht. Und obwohl ich so schlecht in dem Spiel bin, möchte ich das Projekt einfach nicht spenden, weil es macht mir einfach Spaß. Es macht mir richtig viel Spaß, dieses Spiel. Und deshalb möchte ich... Und ich freue mich auch darauf, dass dieses Projekt jetzt noch nicht zu Ende ist. Denn ich möchte das unbedingt weitermachen. An alle Leute, die jetzt denken, ja gut, dann ist das Projekt trotzdem bald vorbei. Ja, natürlich, es ist bald vorbei. Ich finde es auch schade. Allerdings, meine lieben Freunde, alle, die jetzt hier New Super Mario Bros. U gucken, und ich weiß, dass das ein paar Leute gucken, weil es ist irgendwie momentan, ja, das Projekt, was die Leute gucken. Ich weiß auch nicht, warum. Ich weiß auch nicht, warum euch hier das Spiel so interessiert. Es ist ja eigentlich noch schon nicht so neu, oder? Aber an alle Leute, die das gucken, hiernach, nicht direkt hiernach, aber irgendwann, ich hab's hier, irgendwann wird noch New Super Luigi U, heißt das Spiel so? Auf jeden Fall, das Luigi-Spiel ist, Luigi U-Spiel, das wird auf jeden Fall auch noch irgendwann kommen. Leute, die meinen Kanal schon kennen, wissen, dass wenn ich ein Spiel einer Reihe durch habe, ich nehme jetzt mal als Beispiel Worms, weil Worms das einzigste Spiel ist, wo ich es schon gemacht habe. Ich habe den ersten Worms, das erste Worms-Spiel durchgespielt, habe dann gesagt, irgendwann werden die anderen Teile kommen. Allerdings, wenn ich ein Spiel einer Reihe durchspiele, wie Worms oder jetzt zum Beispiel Mario, möchte ich erstmal ein anderes Projekt starten. Ich brauche jetzt, zumindest damit ich ein bisschen Abwechslung auf meinem Kanal bekomme, damit ich auch ein bisschen Abwechslung in den Spielen bekomme. Weil, würde ich jetzt hier nach direkt wieder ein Mario-Spiel spielen, würde ich einfach keine Abwechslung bekommen. Ich will sozusagen erst noch ein anderes Spiel vorher spielen. Also, nicht denken, es wird jetzt direkt kommen. Nein, das New Super Luigi U-Projekt kommt jetzt noch nicht direkt. Aber es wird noch kommen, keine Sorge. Ja, welches Spiel hier nachkommen wird, es ist ja noch nicht vorbei, aber ich sag schon mal so, das weiß ich noch nicht. Weil ich habe noch echt viele Spiele hier, die ich Let's Playen will. Allerdings habe ich echt keine Ahnung, welches ich als nächstes zocken möchte. Und deshalb werde ich das genauso machen wie damals bei Skate 2.
Ich werde mir wieder meine wunderschöne App heraussuchen, obwohl es ist keine App, es ist bei meinem Browser schon eingespeichert. Mein Zufallsgenerator. Und werde dann den Zufall bestimmen lassen, welches Spiel ich als nächstes spiele. Also, da weiß ich selber noch nicht, was als nächstes kommt. Da freue ich mich auch schon drauf. Jetzt ist erstmal Ende hier. Dankeschön. Hey, Mopsi. Du hast das Spiel beendet. Ich bekomme einen Stern. Die Röhren bringen dich jetzt auch zu einer geheimen Insel. Spring einfach in eine Röhre und probier es aus. Dankeschön. Und da ist sie. Der Eingang zur Sternenwelt oder Rainbow-Welt, wie auch immer. Die Röhren springen dich Superstar Boulevard, genau. Ach übrigens, hast du schon alle Sternmünzen gesammelt? Ja, eigentlich schon, oder? Alle Sternmünzen des Peach Schloss und somit ist die Frage beantwortet. Ja, hab ich. Das heißt, jedes Level ist frei. Du hast alle Level inklusive in Peach Schloss erfüllt. Glückwunsch, zweite Stern. Du hast alle Sternenmünzen inklusive den aus Peaches Schloss geholt. Glückwunsch, der dritte Stern. Spielstand mit Informationen über Abschlussspieler. Ja, möchte ich. Spielstand beendet. Danke. Aber bevor ich den Part jetzt beende, möchte ich nochmal kurz auf diese geheime Insel. Wo auch immer die ist. Superstar Boulevard, nein, geheime Insel. Weil da kann man Statistiken nachgucken. Wie bekommt man denn nochmal die letzten beiden Sterne? Es gibt insgesamt 5 Sterne. Ich meine, alle Sternmünzen im Superstar Boulevard holen und den Superstar Boulevard komplett schaffen. Ich glaube, das sind die beiden letzten Sternmünzen. So, lesen. So, gesammelte Münzen 12.828, gesammelte Sternmünzen 225, plattgestampfte Gumbas 49, gesammelte Items 477, gesammelte 3 Ups. Es gibt sogar Monde. Ich habe noch nie einen Mond hier gesehen in dem Spiel. Echt nett. Erreichte Zielpfeile 110. Mit Yoshi erreichte Ziele 2. Mit Baby Yoshis 4. An Zielfällen gesammelte 1-Up 36. Ausgelöst wird nicht mehr erhalten. Erhaltener Applaus 161. Geschnappte Mopsi 7. Es gibt, glaube ich, 7 Welten. In der letzten Welt gibt es keinen Mopsi. Okay. Vielleicht habe ich. Vielleicht war das ja doch gut, dass ich im letzten Part schon vorher beendet habe, weil jetzt habt ihr eine perfekte Zeit, würde ich sagen. Und meine lieben Freunde, ich fliege schon mal hin. Ich fliege schon mal hin. Denn das Projekt ist ja noch nicht zu Ende, wie gesagt. Denn wir machen ab den nächsten Part den Rainbow Boulevard. Oder Superstar Boulevard. Ist ja fast selber. Meine lieben Freunde, was da noch alles auf uns zukommen würde, es sind nochmal 8 Level. Von jeder Welt 1. Das wird ein Fest. Die sind echt schwer. Die sind echt knackig. Ich werde mal gucken, was da zu machen ist. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Das war zumindest das Ende der Story. Jetzt kommt nur noch der Rainbow Boulevard. Ich nenne ihn einfach Rainbow Boulevard. Wie die Mario Kart Welt. Ja. Und dann ist das Projekt vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schaltet auch im nächsten Part wieder ein. Das würde mich sehr freuen. Ich sage bis dahin. Tschüss.